Hallo, ihr lieben Kreativen und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Die Natur malt oft in so wundervollen Farben, dass wir die als Pigment gar nicht herstellen können. Aber vielleicht können wir die uns ja ermischen. Und darum soll es in diesem Video gehen. Um das Mischen der Farben. Also, schnappt euch eure Farben, ein wenig Papier und wir legen gleich los. Wir arbeiten mit dem 12-teiligen Farbkreis und den Grundfarben Cölin, Magenta und Gelb. Das sind auch die Farben, die unsere Tintenstrahldrucker verwenden und aus denen man fast jeden erdenklichen Farbton ermischen kann. Zunächst tragen wir die drei Grundfarben in die mittleren Felder des Farbkreises ein. Im oberen Feld trage ich zuerst Gelb ein und arbeite mich dann im Uhrzeigersinn über Magenta zu Cölin vor. Grundfarben werden in der Malerei auch als Primärfarben oder Farben der ersten Ordnung bezeichnet. Ich arbeite hier mit Schminke Horadam-Farben auf dem Clairefontaine Aquapad. Nun habe ich die drei Grundfarben in meinen Farbkreis eingetragen. Im nächsten Schritt möchte ich die Sekundärfarben, also die Farben der zweiten Ordnung, aus den Primärfarben ermischen. Dafür mische ich Gelb und Magenta zu gleichen Teilen zu einem leuchtenden Rot. Natürlich kann man hier die Farbmenge nur schätzen, aber mit ein wenig Übung gelingt es immer besser. Diese Farbmischung trage ich nun in das Dreieck ein, was in der Mitte des Kreises die Farbfelder von Magenta und Gelb tangiert. Diesen Vorgang wiederhole ich nun mit Magenta und Cölin, was ein Violett ergibt. Für die letzte Farbe der zweiten Ordnung mische ich Gelb und Cölin zu einem satten Grün. Nun kolorieren wir den eigentlichen 12-teiligen Farbkreis. Dafür tragen wir die Primärfarben und die ermischten Sekundärfarben, wie im Video zu sehen, in den Farbkreis ein. Um die Farben der dritten Ordnung zu erhalten, mische ich jeweils eine Primärfarbe mit einer Sekundärfarbe. Wie ihr hier seht, mische ich mein Signalrot mit Gelb und erhalte ein Orange. Signalrot gemischt mit Magenta ergibt ein Kirschrot.
aus Violett und Magenta erhalten wir ein Rot-Violett. Violett und Cyan ergibt Blau. Wenn wir Grün mit Cyan mischen, erhalten wir ein Türkis. Für ein frisches Maigrün mischen wir Grün mit Gelb. Nun haben wir unseren Farbkreis fertiggestellt. Man kann sehr schön sehen, wie viele Nuancen allein aus drei Farben ermischbar sind. Und natürlich können noch viele weitere Nuancen ermischt werden. Natürlich sind das nun alles sehr reine und klare Farben, die in ihrer Intensität kaum variieren. Daher möchte ich euch in den nächsten Schritten nun zeigen, wie man in der Aquarellmalerei Farben entsättigt. Als erstes zeige ich euch, wie man Farben mit Wasser entsättigt. Dazu trage ich die Farbe auf und ziehe diese mit Wasser aus, bis ich schließlich beim Weiß des Papiers angekommen bin. Ich muss dafür immer wieder meinen Pinsel ausspülen und frisches, klares Wasser mit meinem Pinsel aufnehmen. In der klassischen Aquarellmalerei wird kein Weiß benutzt. Das Aufhellen der Farbe geschieht durch das Zuführen von Wasser. Stellen, die weiß oder hell bleiben sollen, dürfen somit nicht bemalt werden, beziehungsweise es darf nur eine ganz leichte Lasurfarbe aufgelegt werden. Um einen gleichmäßigen Übergang von dunkel nach hell erzeugen zu können, darf mein Farbauftrag nie antrocknen. Nun zeige ich euch, wie man mit der Komplementärfarbe entsättigt. Die Komplementärfarbe ist die Farbe, die der anderen Farbe im Farbkreis gegenübersteht. Dem Gelb, was ich hier auftrage, steht Violett gegenüber. Ich trage zunächst das Gelb satt auf und füge dann von der anderen Seite die Komplementärfarbe hinzu. Dann vermische ich beide Farben, wobei ich ins Gelb hinein immer schwächer werde mit der Komplementärfarbe. Nun sehen wir, dass sich ein Farbverlauf bildet und das reine Gelb sich immer mehr ins Gräuliche, Bräunliche verfärbt. So kann man sich für die Schatten und dunklen Bereiche in einem Bild genau die passende Nuance zusammenmischen.
Für die Anwendung in einem Bild empfiehlt es sich jedoch, die Farbnuance in einer Palette vorzumischen. Farbkreis stehen sich immer eine Primär- und eine Sekundär- oder zwei Farben der dritten Ordnung gegenüber. Mischt man eine Primärfarbe und eine Sekundärfarbe zu gleichen Teilen ineinander, erhält man ein nuanciertes Grau. Was ich nicht gefilmt habe, aber dennoch erwähnen möchte, ist, dass wenn man alle drei Grundfarben zu gleichen Teilen zusammenmischt, man ein neutrales Grau bzw. Grau-Schwarz erhält. Hier sieht man sehr schön, dass die entstandenen Grauwerte die Nuancen der Primärtöne aufweisen. Natürlich können auch die Sekundärfarben auf diese Weise mit den Primärfarben entsättigt werden. Zeige ich euch als Beispiel eine erweiterte Farbpalette, die die Grundfarben und einige meiner Lieblingsfarben erhält. Dieses Lasurorange zum Beispiel ist eine meiner Lieblingsfarben. Ich mag es sehr gerne pur, aber auch für Mischungen im grünen Bereich. Wenn ihr euch einen Farbkasten gekauft habt oder zusammengestellt habt, empfehle ich euch auch erst einmal eure Farben alle aufzumalen, um diese besser kennenzulernen. So wisst ihr später ganz genau, wie die mit Wasser reagieren oder für welche Intensität ihr wie viel Wasser dazugeben müsst. Das Ultramarin Feins zum Beispiel ist ein sehr warmer Blauton, der sich besonders gut für das Malen von Himmel oder Meer eignet.
Das Indigo verwende ich gerne für tiefe Dunkelheiten und Schatten. Und das fahle Grün eignet sich besonders gut, um strahlende, reine Grüntöne zu ermischen. In meiner erweiterten Farbpalette habe ich nun insgesamt 10 Farben. Für die nächste Übung mache ich mir ein Raster von 11x11 Kästchen, also ein Kästchen mehr als Farben in meiner Palette sind. Dann trage ich die Farben aus meiner Palette, wie hier zu sehen, horizontal und vertikal in das Raster ein. Nun mische ich jede Farbe mit jeder Farbe einmal durch. Ich zeige das hier langsam am Beispiel der Primärfarben. Oberhalb und unterhalb der Diagonalen entstehen jeweils 2 gleiche Farbmischungen. Ich achte jedoch darauf, dass sich die Nuancierungen oben und unten unterscheiden. Die Farben mische ich direkt auf dem Papier und nicht zuvor auf einer Palette. Die Kästchen mit der Diagonalen bleiben dabei leer, weil sich dort dieselben Farben treffen würden. Diese Übung ist natürlich Fleißarbeit. Und ihr müsst die ja auch nicht an einem Tag fertig machen. Ihr könnt euch immer wieder daran setzen und dann macht ihr eine Reihe oder 2 Reihen. Aber diese Übung ist wirklich sehr wichtig, um eure Farben kennenzulernen und um ein Gefühl für diese Farbmischungen zu bekommen. Ich empfehle diese Übung nicht nur Anfängern, sondern jedem, der diese Übung noch nicht gemacht hat. Ich selbst mache diese Übung auch regelmäßig, gerade dann, wenn ich neue Farben habe oder Farben aus verschiedenen Kästen kombinieren möchte. So bin ich in der Arbeit, in meinem Malprozess sicher und weiß, welche Farbe zu welchem Ergebnis führt. Man sehr schön, welche Vielzahl an Farben und Farbnuancen sich alleine aus 10 Farben ermischen lassen. Bis hierhin durchgehalten hast, möchte ich mich einmal für deine Aufmerksamkeit bedanken bei einem solch doch theoretischen Thema. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann herzlich willkommen. Ich bin Alexandra, ich bin Künstlerin und ich lade jede Woche ein Video mit kunstbezogenen Themen hoch. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen und euch den ersten kleinen Eindruck in die Farbtheorie, in das Farbenmischen, in die Farbgebung vermitteln und wünsche euch viel Erfolg beim Selbstausprobieren.
Wenn ich diese Übung beendet habe, erhalte ich eine wunderbare Farbkarte als Übersichtskarte, die ich immer wieder zu Rate ziehen kann, wenn ich mir eine Farbe oder eine Farbnuance anmischen möchte. Ich kenne nun meine Farbpalette und kenne meine Farben und bin daher jetzt ganz gut aufgestellt. Wenn dir mein Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Kommentar oder ein Like sehr freuen. Abonnier auch gerne meinen Kanal. Ich wünsche euch eine kreative Zeit. Bleibt gesund. Bis dahin.